Lol. Ach, da gibt's noch mehr. Ich bin so ein Vollhonk. Und willkommen zurück, ihr kleinen Lobis. Ja, bei mir Lubius LP und weiter geht's mit The Forest. In der letzten Folge haben wir unser Haus fertig gekriegt, was mich auch sehr freut. Wir haben 43 Blätter. Und ich muss sagen, wir haben eine Falle gebaut. Ich fühle mich irgendwie. Warte, ich muss mal ein bisschen die Musik aufdrehen. So. Und ich finde wirklich, wir haben gut was geschafft. Ja, ich hoffe, euch gefällt mein Intro, was ich jetzt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das bis jetzt schon gesehen habt, denn in der gestrigen Folge hatte ich es auch schon. Aber da konnte ich noch nicht so viel dazu erzählen, weil ich es, ja, schon im Voraus aufgenommen habe und ja, gestern bekommen habe. Und heute kann ich dann dazu was erzählen. Er trifft den Baum nicht. Ja, ich finde es eigentlich richtig cool gemacht. Und das Outro, da sind meine ganzen Links auch nochmal verlinkt. Von Twitter, Facebook und von Instagram sind die alle da nochmal drin. Also wenn ihr Lust habt und Zeit, könnt ihr gerne da mal vorbeischauen. Hallo? 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 Also ich würde da drauf kommen. Aber ich habe mich nicht verletzt. Gut. Wir gucken einfach mal. Wir haben jetzt ein bisschen was an Holz. Genau, ich wollte ja so einen Holzlagerplatz basteln. In der letzten Folge. Genau, das hätte ich auch schon wieder fast vergessen. Ich Hömel. Ich vergesse das meistens immer wieder. Bei Minecraft ist es auch dasselbe. Ich möchte gerne meine Axt wieder haben. Aber irgendwie will er nicht. Naja, lassen wir ihn mal seinen Spaß. Draußen fährt wieder der Krankenwagen. Der will mich bestimmt gerade in The Forest abholen. Aber denkst du, kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Kannst knicken? Okay, mehr passt hier, wie es aussieht, nicht rein. Dann müssen wir den hier nochmal schnell fertig machen. Machen wir einfach Drop. Ich denke mal, der sollte ja hier nicht rausrollen. Jetzt nehmen wir uns mal wieder unsere Axt hinaus. Und sammeln das restliche Holz. Wie viel brauchen wir nur noch? 6 Stück. Das ist machbar. Er hat die Beeren gegessen und er hat nicht gehustet. Das wundert mich gerade. So, da ist das andere Holz. Das packen wir auch hier rein. Erst mal ein bisschen was an Holz hier sammeln. Kann ich nämlich später vielleicht diese Wand wegreißen. Und kann mir da was anderes Schönes hinbauen. Mal gucken. Es wäre ganz schön, wenn ich mir hier eine hinbauen würde. Und hier so eine hinbauen würde. Und hier so eine hinbauen würde. Jetzt brauche ich zwar ein bisschen was an Holz. Aber das kriegen wir locker easy zusammen. Ich habe Angst. Ich will speichern. Ich will speichern. Ich will nicht, dass ihr mir Angst macht. Das Problem ist, ich habe jetzt noch keine einheimischen bzw. kannibalen Leute gesehen, was mich auch ein wenig wundert. Ich werde jetzt diesen Baum erstmal hier an der Stelle. Du sollst nicht. Der haut gerade beide Bäume, was natürlich sehr klasse ist. Ich snack mir jetzt erstmal gleich was. Ich mache mir jetzt erstmal was warm. In meiner schönen Bude. Weil wir haben ja noch ein bisschen was an Fleisch. Und das wundert mich auch. Ich habe noch keine Tiere oder sowas gesehen. Medikamente haben wir noch. Molotows will ich mir nicht unbedingt bauen. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal zum Flugzeug hoch. Wenn wir Zeit haben. Oder wir machen das in der nächsten Folge, je nachdem, wie es klappt. So, jetzt nehmen wir nochmal einen mit. Und dann gehen wir mal zum Flugzeug, weil Zeit haben wir noch ein bisschen. Hallo? 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 Danke. So sieht das wenigstens mal gemacht aus. Na, ich habe ganz viele Rocks im Backpack.
So. In der letzten Folge waren ja die ganzen Mobs richtig verbuggt. Die waren ja immer in mein Feuer und sind tot gewesen danach. Aber ich finde es eigentlich auch richtig gut, dass da was Neues spawnt am Flugzeug. Weil dann kann der Vorrat an Essen nicht zur Neige gehen. So, okay. Stöcke haben wir genug. Was das an Kisten? Gibt's hier nichts mehr. Hier gibt's noch diese Stromkreise, die man mitnehmen kann. Ja, und dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück in meine Hütte. Denn ich gehe mal davon aus, dass es gleich Nacht wird, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge auch gleich. Hui! Hui! Und hier runter. Runtergerutscht. Hilfe! Nein! Gibt's nicht irgendwas für Regen? Lol! Ach, da gibt's noch mehr! Ich bin so ein Vollhonk. Leute, ich bin wirklich ein Vollhonk. Hier gibt's noch mehr. Oh. Hier gibt's sogar Plattform und sowas. Okay. Gut, Leute, wir haben uns jetzt so einen Marker hier gesetzt. Da finden wir, wie es aussieht, dann immer wieder, wenn wir irgendwo sind, zurück. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende die heutige Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, lasst einen Daumen da und schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis morgen, habt noch einen schönen Tag und tschüss.